So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicker, eine neue Folge Ramses Kitchen. Das ist das Muttertier, das sieht so aus, das ist da drüben. Die, wisst ihr, wenn die da ist, da ist der Alkohol nicht weit entfernt und deswegen haben wir 3 Cocktails in der Flasche drin, was Pupsi beim Einkaufen gefunden hat. Die möchte dann auch mal probieren. Ich muss probieren, Mama muss probieren, aber nur einen kurzen, denn wir müssen dann auch noch ins Kino. Das ist wichtig, dass man das vorher sagt. Da läuten gleich alle Alarmglocken. Für Sunday halte ich das erstmal hoch, dann zeige ich euch, um was es geht. Hä? Das sind diese 3 Flaschen und ich finde das Design von den Flaschen eigentlich schon richtig genial. Hier gibt es nämlich diesen Mike Mitchells Strawberry Margarita. Mike Mitchell ist doch auch so eine amerikanische Marke, oder? Billigmarke aber, aus dem Lidl oder so. Mike Mitchells Strawberry Margarita. Und das ist voll genial, dass das in so einer Leuchtschrift kommt und aussieht wie so eine Reklametafel. Hat 6,9%, gleich vorweg, alle 3 haben 6,9% und ist ein Fruchtwein-Cocktail, aromatisiert mit Antioxidationsmittel, enthält Sulfite. Serviertemperatur 8 Grad. Das ist also Strawberry Margarita. Seht das Margarita-Gläschen, die Erdbeeren drumherum. Dann haben wir hier den Long Island Iced Tea. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Ein großes Glas Long Island Iced Tea. Ihr habt hier die Zitronen drumherum. Was bocht denn hier immer zu? Ich weiß es nicht. Wenn es nicht die Katze ist, die versucht, die Tür aufzubrechen. Mike Mitchells Long Island Iced Tea. Da habe ich gedacht, der müsste doch mehr haben, weil Long Island Iced Tea ist eigentlich ein heftiges Getränk. Das ist aber halt die Kinderversion davon, dass das nicht so krass ist. So, und als letztes haben wir den Swimming Pool. Mike Mitchells Swimming Pool. Wieder ein rundes Cocktailgläschen. Hier sind noch so ein paar Ananas dabei. Das ist auch super geniale Farbe. Und die wollen wir jetzt mal einschenken und ich will mich mal ein Stück so hier rüber setzen zu dir, dass das alles irgendwie harmonischer aussieht, dass man dich aussieht. Das du mal weg, das du mal weg. Theoretisch müsstest du alles schon gehabt haben, weil es ist ja eh immer dasselbe. Das sind unsere kleinen Berliner Luftgläschen zum Probieren. Wir fangen jetzt mal an mit diesem roten Margarita, Strawberry Margarita. Wie gefällt dir die Flasche, die Farbe, das Design? Wie gefällt dir alles überhaupt? Genau. Ist in Ordnung, sagt sie. Hat auch einen Drehverschluss, also sieht aus wie ein Kronkorken. Machst du aber so. Zack, und dann ist er aufgedreht. Kommt schon so eine Erdbeernote entgegen. Das riecht auf jeden Fall richtig gut. So, rieche mal. Erdbeerduft liegt in der Luft. Riecht wie im Kaufland die kleinen Blizzard-Flaschen, die wir immer hatten, oder? Da gab es ja auch 1000 Sorten. Eigentlich müsste man die aufheben, sich irgendwo hinstellen, aber... Ach so, ich wollte jetzt gerade sagen, den müssen wir zuletzt trinken, weil der bestimmt am besten schmeckt. Ach, die schmecken alle doof und deswegen kann man sie alle gleichzeitig trinken. So, fertig. Das ist der gute Strawberry Margarita serviert auf dem Tablett. Prost, ein für dich, ein für mich. Hau einfach hin da und dann mal gucken, wie es schmeckt. Ja, hier sind überall immer Leute, die gucken, was Ramses wieder in sich reinschüttet auf dem Balkon. Naja gut, es ist halt Alkohol, ne? Das habe ich jetzt ganz verkannt. Es ist halt Alkohol. Da merkt ihr, das Muttertier, das kennt sich aus in der Szene. Nee, weil schmeckt. Das würde es ja besser schmecken. Aber da es jetzt Alkohol ist, schmeckt es halt nicht ganz so gut. Ja, du merkst eine fruchtige Erdbeernote, aber du merkst direkt, das ist ein Wein-Cocktail und bei Wein hat das immer so eine eher bissige Note, was auch ein bisschen bitzelt, mit der Kohlensäure noch gleichzeitig dazu alles. Das habe ich gemeint. Kann man zwischendurch mal machen, aber ist natürlich so total mega süß und eigentlich auch ungesund und darf es ja gar nicht. Musst du Leitungswasser trinken mit Schuss, das ist das Beste. Kommen wir jetzt zum Long Island Iced Tea, dass wir mal einen Vergleich haben. Es gibt ja eigentlich immer Zombie und es gibt Long Island Iced Tea und das sind die 2 heftigsten, brutalsten. Ich tue sie jetzt auch mal hier oben aufdrehen. Zack, habt ihr das gehört, das klang gut. Schenkt mal auch mal ein. Wieder 4 Zentiliter. Ich fand, den ersten kann man trinken.
Aber das sage ich ja bei allen Dingen, die man trinken kann, weil es ja dann so ist. Ein Fakt, dass man einfach alles trinken kann. Egal, ob es schmeckt oder nicht. Long Island Iced Tea für die Darme. Das heißt, wir machen wieder diesen. Und sag mal, einmal ist das hier. Der Tee? Ist das schwarzer Tee oder was? Das hat nichts mit Tee zu tun. Das, die sagen einfach in Long Island, wenn die sagen, ich trinke mir heute mal einen Tee, dann kippen die sich einfach richtig heftigen Alkohol rein, richtig hartprozentigen, nennen das dann Long Island Eistee. Ein Eistee aus Long Island. So, wir haben gar nicht geschnüffelt. Ja, du riechst einfach. Ich riech nichts. Eine ganz leichte Zitronennote gehabt, aber so leicht ist direkt wieder weg. Da hast du die Erdbeere in der Nase gehabt und die Zitrone, die hast du irgendwo da drüben am anderen Block mittlerweile. Weißt du, wie das für mich schon wieder schmeckt? Ja. Cola. Das schmeckt wie Cola. Fita Cola mit noch einer Zitronenscheibe oben drin. Du magst keine Cola. Ist halt dasselbe wieder mit Sulfit. Das ist wichtig. Des Sulfites schmeckst du auch richtig raus. Fandst du also Erdbeer doch besser, obwohl du ja eigentlich erst gemeckert hast, weil das Erdbeer so eklig ist. Long Island Iced Tea, also gönnt euch einen richtigen, wenn ihr mal in der Cocktailbar seid, nehmt einen Long Island Iced Tea, wo so viele Rum- und Whisky-Sorten drin sind und Likör und Sekt, Triple Sekt und alles, aber das weiß ich nicht. Hat nichts mit dem Long Island Iced Tea im eigentlichen Sinne zu tun. Ja. Oh, weißt du, was ist jetzt im Nachhinein, wo ich denke, manchmal, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt den Glühwein so an diesen Grog, der auch so eklig ist, der Grog. Hast du schon mal Grog getrunken? Bestimmt. So ähnlich schmeckt es dann im Nachhinein. So richtig. Ah, das ist doch so widerlich. Nee. Weihnachtsmarkt ist Grog. Eklig, habe ich jetzt rausgehört. Ich meine, der Grog ist eklig. Als drittes haben wir noch dein Liebling. Den habe ich extra mehr aufgehoben als letztes. Mit der blauen Flasche. Der Swimming Pool. Fruity Cocktail. Mit Sulfit. 6,9%. Da darfst du sogar mal oben den Deckel aufschrauben. Ach so, ich wollte einfach aufschrauben. Musst du hier in die Hand nehmen. Oder das dabei hier. So, rieche mal. Oh, wie riecht das denn? Na, Kokos natürlich, oder? Kokos. Kokos, Ananas hast du da in der Wunderbar. Jetzt schenk mal das auch mal ein. Siehst du, wenn du hier sitzt, da kann man auch rülpsen. Normalerweise traue ich mich das gar nicht, weil die Leute immer drüben gucken, aber. Es reicht aber auch irgendwann. So kann ich sagen, das ist die Erziehung. Bitteschön. Genau. Einmal Swimmingpool für die Dame. Da darfst du diesmal selbst dein Glas nehmen und anbrusten, das ist wichtig. Hast du das nicht gemacht. Prost. Nur als Baby hast du mal gerülpst. So. Kannst du das nur so einschütten? Hab einen großen Mund. Ja, bloß. Du musst doch erstmal. Der schmeckt am besten, ja, genau. Okay. Ja, doch, das stimmt jetzt wirklich. Bevor du mich jetzt weiter belehrst, komme ich gleich zum Feedback und zum Urteil und deswegen. Das schmeckt ja, so, wie man es kennt, aus der Bar. Stimmt. Wenn du irgendwo mal dir so einen Cocktail machst, trinkst, kaufst, dann ist das immer was Besonderes. Und das würde ich sagen, den würde ich auch nochmal trinken, den würde ich nochmal nehmen, holen. Der Erdbeer-Margarita ist ja Margarita, ne? Der Long Island Iced Tea war komplett fake und fail in einer Person. Ja, na, doch, das geht, das ist okay. Aber der hat nicht nur den schönsten Namen, Swimmingpool. Genau. Und die tollste Farbe, der hat auch noch den besten Geschmack so und in letzter blau, Zeit ja. Sowieso Ananas, Ananas-Döner, Ananas-Pizza, die Leute drehen durch, ist immer was Besonderes, ein bisschen Tropisches und jetzt eben auch so Swimmingpool mit Kokos, ganz leicht, richtig toll. Seid ihr Swimmingpool-Fans? Schreibt es mal in die Kommentare, wir sind uns einig, das war das Beste und der Long Island Iced Tea war wahrscheinlich das Schlechteste. Sind wir uns auch einig? Wunderbar! Wie du sagst jetzt was anderes. Dann würde ich sagen, war es das schon wieder? Wir sind meiner Meinung. Diesmal. Diesmal, ja. War es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Muttertier. Wenn ihr noch irgendwas Cooles habt, ne, schickt's vorbei, die trinken alles. Ja. Tschüss. Tschüss.